Hallo. Friends, hi, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch vor einer Weile bei Instagram gefragt, was eure all-time favorite Drogerieprodukte sind. Und ich habe alle hier und wir werden daraus heute ein Full-Face-Make-up mit euren Drogeriefavoriten schminken. Ich liebe solche Videos einfach, um herauszufinden, welche Produkte, die ich hier vielleicht schon habe oder die ich noch nicht hier habe, sind gut? Welche funktionieren für mich im Moment? Welche nicht? Und das finden wir heute in diesem Video heraus. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid und ich würde mich freuen, falls es euch gefällt, dass ihr das Video liked und mit euren Liebsten teilt. Das hilft mir am meisten. Und wir wollen heute gar keine Zeit verlieren. Es geht direkt los. Freunde, hallo. Wie sehe ich aus? Wie immer. Trash. Hallo. Ja, es ist alles so ein bisschen kompliziert. Es ist, ihr wisst, ich drehe ja gerade vor. Ich lasse mir im November die Augen lasern. Das heißt, ich muss wirklich für 2 Wochen komplett Content vorproduzieren. Und ihr findet das toll. Ich bin gerade so ein bisschen dabei zu entscheiden, ob ich vielleicht für die 2 Wochen im November, in denen ich eigentlich auch noch komplett vordrehen muss, vielleicht nur 2 Videos mache. Da gebe ich euch aber dann rechtzeitig noch ein Update. Ansonsten hatte ich euch ja eigentlich versprochen, dass egal was passiert, ich euch 3 Videos die Woche liefere und ihr mögt das. Ich weiß, ihr sagt auch immer, ich kann auch mal eine Woche eine Pause machen oder so, aber mir fehlt es. Mir fehlt es dann wirklich und ja, wir schminken jetzt was. Ich habe hier eine komplette Kiste voll mit Make-up. Einige Sachen hatte ich schon, einige Sachen musste ich nochmal nachträglich besorgen. Und wir schauen einfach, was wir in mein Gesicht kriegen. Ich habe schon so eine Idee und ich kann schon bei manchen Produkten nachvollziehen, warum ihr sie ausgewählt habt. Ich bin mir aber so ein bisschen unsicher bei der Kombination. Und ich habe mich auch gewundert bei manchen Produkten, dass die ausgewählt wurden, weil es waren teilweise auch Produkte aus Limited Editions. Ich habe probiert, die Produkte, die am meisten genannt wurden, zu benutzen. Also es kann natürlich sein, dass das eine jetzt vielleicht nicht vorkommt, was einigen von euch gefällt. Aber ich habe ja Gott sei Dank oder leider, wie auch immer, nur ein Gesicht. Ich glaube, 2 wären mir zu viel. Ich komme ja schon mit einem nicht zurecht. Und wir schminken jetzt was Schönes. Und das erste Produkt, da war ich am verwundertsten. Denn bei Primern haben so viele den Essence Wannabe My Honey Primer genannt. Der war in einer Limited Edition. Und falls ihr euch erinnert, es war ein Riesendrama, diesen Primer zu bekommen. Der war nämlich überall ausverkauft, als ich ihn haben wollte. Und der riecht so fantastisch nach Honig und frisch und ich mag den Primer total gerne. Ich habe auch schon einiges davon rausgekriegt. Das Ding ist, ich benutze ja verschiedene Sachen immer, deswegen sehen meine Sachen auch teilweise fast aus wie nagelneu. Der Primer zieht wunderbar schnell ein. Es ist ein ganz, ganz frischer Primer. Ich gucke mal, dass ich euch alle Produkte einmal unten in der Infobox verlinke. Manche Produkte gibt es auch noch bei Cosmetic for Less. Not sponsored, das ganze Video ist nicht gesponsert. Manche Limited Editions sind im Online-Shop von Essence oder bei Cosmetic for Less noch mit drin. Ich schaue mal, ob ich die Produkte, die ich finde, euch verlinke. Primer ist einmal schön eingezogen, fühlt sich sehr, sehr schön an. Er zieht sehr, sehr schnell ein und er hinterlässt ja, ein recht weiches Hautgefühl. Ich mag den sehr, sehr gerne. Der hat so Gold Flakes mit drin. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich was bringen. Wir nehmen mal noch ein bisschen was, kann ja nicht schaden, ne? Mehr ist mehr. Mensch, sieht aus wie vorher. Wir haben Foundation und da wurden viele genannt. Also Foundation war wirklich so ein Thema, da haben ganz, ganz viele darauf reagiert. Eine war die Maybelline Luminous & Smooth Foundation, eine war die L'Oreal Perfect Match Foundation und die andere war von NYX die Born to Glow Foundation. Ich habe mal, meine ich, ein komplettes Video dazu gemacht. Müsst ihr einfach auf meinem Kanal einmal eingeben, Maxim NYX Born to Glow. Und dann findet ihr das Video dazu. Ich weiß, dass diese Farbe nicht passt. Deswegen mischen wir das Ganze und beten dafür, dass das Ganze so ein bisschen besser passt. Ich nehme also einmal die NYX Born to Glow und die Maybelline Fit Me Luminous & Smooth. Die mag ich total gerne. Die habe ich auch neulich in einem Video wieder benutzt. Fantastische Foundation. Ich mische mir einfach beides so ein bisschen zusammen. Die NYX Born to Glow ist, finde ich, schon sehr glowy. Ich mag das Packaging nicht so gern. Es fühlt sich so ein bisschen billig an. In diesen Quetschtuben, weiß ich nicht. Ich bin, glaube ich, so eine kleine, verwöhnte, versnobte Maus bei Foundations. Egal, ob Drogerie oder nicht. Ich möchte, dass sie in einem Glasflakon ist. Egal, wie teuer sie ist. Vor allen Dingen, die ist halt auch nicht günstig, ne? Ich mische mir das Ganze so ein bisschen auf meinem kleinen Plättchen. Ich zeige euch das nicht, weil wisst ihr, wie es aussieht?
Okay, ich trage mir einfach mal so eine halbe Seite wie immer auf und ich arbeite das Ganze mit meinem Beauty-Schwamm ein. Der ist ja im Moment wieder erhältlich. Ich setze euch die Links einmal unten in die Infobox und damit kann man wirklich super, super schnell die Foundation einarbeiten. Ihr seht, schaut mal, ich habe schon fast die komplette halbe Seite fertig und das ist einfach extrem flott. Was ich ganz spannend fand ist, und das freut mich total, ich habe nämlich ganz, ganz viele Sachen auch gesehen, wo Leute geschrieben haben, erstmal meine Produkte natürlich, meine Lidschattenpalette, meine Highlighterpalette oder auch der Schwamm. Ich wollte das jetzt aber nicht alles mit in dieses Video nehmen, weil ich weiß, ich habe immer so das Gefühl, dass es die Leute dann irgendwie nervt, wenn ich die ganze Zeit meine eigenen Produkte pushe und ich möchte nicht, dass ihr das Gefühl habt, dass ich hier die ganze Zeit euch probiere, irgendwas zu verkaufen. Deswegen habe ich mich gegen meine Lidschattenpalette und meinen Highlighter entschieden in dem Video. Mein Schwamm, das wäre doof, wenn ich ihn nicht benutze, weil das ist halt einfach der einzige Schwamm, den ich benutze. Okay, ich habe die Foundation einmal eingearbeitet. Freunde, lasst euch nicht irritieren. Mein Hals ist immer noch rosa eingefärbt. Ihr habt es neulich gesehen. Instagram. Ich komplett rosa. Bis zu der Brust. Fragt nicht warum. Warum habt ihr gesehen? Ich bereue es heute noch. Auch bei den Concealern wurden ganz, ganz viele verschiedene genannt. Die Hauptconcealer, die genannt wurden, waren aber von Catrice de Liquid Camouflage und tatsächlich von hier, L'Oréal, der Perfect Match Concealer. Ich habe den schon mal benutzt. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich ihn mochte. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr wisst ja meistens sowas besser als ich. Ich komme einfach nicht mehr, also ich kann mich halt einfach nicht mehr dran erinnern. Ich finde, der ist recht klein, ne? Also da sind zwar 6,8 Milliliter drin, aber wenn man so verwöhnt von der Tarte Shape Tape Größe ist, ist das immer so, ach ja, süß. Ich lasse den Concealer ein bisschen antrocknen, denn ich weiß, der hat nicht die allerhöchste Deckkraft. Was ich bei dem aber ganz schön finde, ist, der hat so ein ganz, ganz leichtes Glitzer mit drin. Glitzer ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Er hat ein Glow mit drin und ich finde, das sieht sehr, sehr frisch auf der Haut aus. Auch die Foundation, ihr seht auf meiner Haut, wie leuchtend die aussieht. Und wir werden das Ganze auch heute nur wirklich ganz leicht setten. Ihr fandet das letzte Mal so schön, als ich diese extrem glowy Foundation hatte, dass ich das, also ich mag es natürlich auch sehr gerne, aber ich möchte euch ja auch so ein paar neue Techniken zeigen und ein paar Produkte zeigen, ob die vielleicht irgendwie zusammen funktionieren. Ja, also es sieht tatsächlich sehr, sehr schön frisch und glowy aus. Ich glaube, ihr könnt es in der Kamera auch ganz gut sehen, wie gesund meine Haut aussieht. Das ist ja so der Stil, den ich am meisten mag. Und ich möchte das Ganze setten. Und da habe ich auch zwei verschiedene Puder für euch. Einmal von Catrice, das Poreless Perfection Powder. Von Maybelline, das Fit Me Puder. Auch hier werde ich beide so ein bisschen mischen. Ich gehe aber als erstes mit dem von Catrice unterm. Ich nehme einen fluffigen Pinsel, gehe hier einmal so ein bisschen rein. Ich habe das Puder auch ein paar Mal benutzt schon, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht so dran erinnern. Ich habe ein total schlechtes Erinnerungsvermögen bei Puder. Ja, sieht gar nicht schlecht aus unter den Augen. Ich gehe jetzt aber nochmal mit dem Maybelline Puder hier rüber. Ich finde, das sieht noch ein bisschen softer aus. Dann nehme ich mir einen großen Puderpinsel, gehe hier rein. Der ist übrigens von Catrice. Ey, liebe Freunde von Catrice, dieser Pinsel. Der muss nochmal in irgendeiner Limited Edition zurückkommen. Der war in der Nude Neon irgendwas Limited Edition, war der. Und der ist so fantastisch. Mein Gesicht ist ja schon wirklich, wirklich groß, ne? Dieser Pinsel. Ich gehe hier rein, mache eins, zwei, drei. Fertig. Ist die Stirn gesettet. Also das Puder mag ich sehr, sehr gerne. Auch das von Catrice ist gut. Das ist nämlich silikonfrei und es verstopft nicht so die Poren, finde ich. Freunde, ihr habt wirklich Ahnung. Als Bronzer, das war keine Überraschung, das wusste ich, das wusste ich, war einmal der Hatti Bronzer und einmal der von Maybelline, der City Bronzer. Den habe ich in der Farbe Light Cool und ich liebe den. Generell, ich finde es total spannend, weil, also ganz, ganz viele Produkte, die genannt wurden, waren tatsächlich von Maybelline und von L'Oréal. Aber was ich, da muss ich ehrlich mit euch sein, was ich nicht so ganz verstehe, was ich so ein bisschen schade fand, ist, dass immer wenn ich Maybelline-Produkte oder L'Oréal-Produkte zeige und ich dann dafür Ärger bekomme, das sind natürlich immer nur ein paar Leute, aber man muss wirklich sagen, Maybelline und L'Oréal haben wirklich, wirklich gutes Make-up. Genauso wie NYX, außer der Adventskalender. Mein Hals ist einfach immer noch rosa, mein Gesicht ist gelb, mein Hals ist rosa, mein Hintergrund orange. Liebe diese Farbvariation hier. Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Maxim Giacomo Regenbogenfisch und ich mag es gerne bunt an meinem Körper. Blush, Freunde.
Mein liebster Step, Freunde, ist selbstverständlich im Moment der Blush. Und da wurden auch ganz, ganz viele wieder genannt. Einmal von L'Oreal, der Million Dollar Baby, der so nach Melone riecht. Ich liebe diesen Blush. Ein weiteren, der aber auch oft kam, beziehungsweise der oder ähnliche davon, waren diese von BH Cosmetics aus dieser Chocolate Cherry Truffle Kollektion. Auch die mag ich gerne. Da es die so, glaube ich, nicht mehr gibt, auch nicht auf der Website, vielleicht nur auf dem Restposten, alternativ hier die von Mrs. Bella. Das ist persönlich mein Favorit aktuell. Kommt, das ist doof, wenn ich euch was zeige, was es eh nicht mehr gibt. Wir nehmen den von Mrs. Bella, der wurde auch tatsächlich einige Male genannt. Das ist die Peach Palette. Ihr wisst, BH Cosmetics und ich, wir arbeiten schon eine Weile zusammen und ihr habt immer die Chance, also dauerhaft, ich sag's halt immer nur wieder, falls neue Leute kommen, mit dem Code MAXIM10 könnt ihr 10% auf das komplette BH Cosmetics Sortiment sparen. Lohnt sich tatsächlich immer. Und ich nehme am meisten diese Farbe hier in der Mitte. Der ist extrem pigmentiert. Ich klopfe gut ab und setze mir den hier hin. Und der hat so einen wunderschönen Glow. Ich liebe... Okay, it's a lot. Aber jetzt passt meine Backe ein bisschen besser zu meinem Hals. Iconic. Was ist hier eigentlich? Ich liebe Drogerie-Make-up. Freunde, immer wieder aufs Neue. Der Highlighter, der am meisten genannt wurde, ist tatsächlich von Catrice der Glow Patrol Highlighter gewesen. Den gibt es jetzt wieder im Standardsortiment. Der heißt aber nur anders. Das ist der More Than Glow Highlighter. Auch den gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe den jetzt in der Farbe 010. Ich nehme auch so einen Fanbrush. Der ist übrigens von Essence. Gehe hier so ein bisschen rein. Man braucht davon wirklich nur wenig. Also ihr werdet sofort sehen. Und sie ist glowy. Ich gehe damit direkt unter meine Augenbraue und hier so ein bisschen auf meine Nase. Ich finde tatsächlich, der Concealer creased bei mir extrem. Ich hole euch gleich ein Stückchen näher ran, dann könnt ihr das sehen. Ich gehe jetzt nicht nochmal mit Puder lang. So seid ihr ein kleines Stückchen näher. Also ich glaube, ihr könnt sehen, dass es unter meinen Augen wirklich creased. Ich gehe jetzt nochmal mit meinem Schwamm in das Puder hier, nehme diese Kante und dann gehe ich hier einfach nochmal so ein bisschen runter und hoffe, dass es hilft. Ja. Das ist so ein kleiner Trick, wenn es bei euch creased. Am Ende geht einfach nochmal mit dem feuchten Schwamm in euer Puder und geht dann einfach nochmal hier so ein bisschen rüber. Dadurch kriegt ihr einfach nochmal so ein paar Creases weg. Ihr kriegt nochmal viel, viel mehr Deckkraft unter euren Augen hin und das sieht gleich ein bisschen fresher aus. Für die Augenbrauen, das war mir auch fast klar, der Catrice Slimmatic Brow Ultra Precise Brow... Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil. Waterproof. Der ist ein bisschen dunkel, den ich hier habe, aber wir lieben eine intensive Braue. Der hat eine extrem feine Spitze und wenn man ganz leicht damit nur aufdrückt, dann kann man die Deckkraft auch so ein bisschen steuern. Also ihr seht schon, er ist sehr, sehr dunkel und ich finde, in der Kamera sieht er immer so ein Stückchen zu warm für mich aus. Aber der ist halt super, ne? Also der geht schnell, der geht flott, der kostet nichts. Es gibt noch einen von Rival de Loup oder Rival Loves Me, der ist ähnlich. Der ist, glaube ich, noch einen Tacken günstiger. Aber es sieht ganz gut aus. Also ist schon eine sehr intensive Braue heute, muss man sagen. Aber das ist okay. Für den Lidschatten gab es zwei Optionen. Einmal Alicia Marie 1991 Palette und die Mrs. Bella Darkside Palette. Ich habe mich heute für die Bella Palette entschieden. Ich habe die schon eine Weile nicht mehr gezeigt. Und ich werde ganz oft gefragt, warum ich Produkte nicht wieder zeige. Und das ist ganz klar zu beantworten. Ich kann ja nicht jedes Mal dasselbe zeigen und im letzten Drogerie-Favoriten-Video habe ich die Ellie-Palette gehabt. Heute benutzen wir die Bella-Palette und ich benutze heute auch die Pinsel von Ellie. Die sind mit die besten Pinsel aus der Drogerie, weil es ein sehr, sehr vielseitiges Pinselset ist. Ne? Also ihr seht, es ist ein Augenpinselset. Wir haben kleine Pinsel, wir haben flache Pinsel, wir haben ganz, ganz kleine Pinsel. Ich habe ein paar gerade gewaschen, die sind leider unten. Sehr, sehr gut. Gibt es bei BH Cosmetics, kosten glaube ich 22 Euro mit dem Code, 10% weniger. Immer noch ein sehr, sehr guter Preis, finde ich, für ein qualitativ sehr, sehr gutes Pinselset. Ich nehme jetzt einfach den Pinsel Nummer 6 und gehe in der Bella-Palette in die Farbe Blood Moon, das ist hier, und setze mir die direkt hier in meine Crease. Es wird heute ein sehr intensiver, dunkler Look und ich weiß, dass ihr es immer ganz schön findet, wenn ich Paletten, die ihr zu Hause habt, auch nochmal benutze. Für euch ist das dann immer wie so eine kleine Inspiration. Wow, die ist extrem pigmentiert. Ich baue mir das Ganze hier direkt einmal auf. Die Pinsel von Ellie sind halt, die greifen das Pigment sehr, sehr gut. Also die 6 zum Beispiel ist halt so, dass ihr damit blenden könnt. Ihr könnt damit aber auch auftragen. Das ist halt so ein kleiner Trick, den sage ich euch aber immer wieder öfter. Ihr könnt eine Pigmentierung... Hupala, meine Güte.
Ihr könnt die Pigmentierung einer Lidschattenpalette erst dann bewerten, wenn ihr auch den richtigen Pinsel zu der Palette macht. Deswegen macht es Sinn, dass Influencer zu ihrer Lidschattenpalette vielleicht auch gleichzeitig ein Pinselset mit rausbringen, weil die dann meistens auch so ein bisschen darauf abgestimmt sind. Hier aus dem Pinselset von Ellie die 2. Das ist ein flacher, recht festgebundener Pinsel und damit könnt ihr einfach direkt raufpressen und dann nehmt ihr den Blendepinsel und blendet aus. Ich blende das Ganze der Farbe Heat aus oben, nehme aber denselben Pinsel und gehe hier einfach nur rüber. Ich liebe diese Palette. Die erste von Bella habe ich tatsächlich gar nicht, aber das war die erste, die ich mir selber gekauft hatte. Damals hatte ich noch keine PR von BH Cosmetics bekommen. Die ist fantastisch. Ich nehme jetzt noch mal einen sauberen Pinsel, das ist die Nummer 1, und gehe mit der Farbe Warm Sand hier ganz leicht einfach noch mal oben rüber, sodass ich wirklich den softesten Blend überhaupt habe. Jetzt nehme ich mir den ganz, ganz kleinen Pinsel, das ist die Nummer 7, und gehe in die Farbe Storm, das ist ein sehr, sehr dunkles Braun. Und gehe einfach nochmal in meine Crease. Also das muss jetzt gar nicht so intensiv sein. Ziehe meine Cut Crease auch mittlerweile ein bisschen anders, so ein bisschen weiter nach hier vorne, sodass einfach das Auge noch so ein bisschen größer aussieht. Ich finde, das ist ein ganz cooler Trick. Und jetzt nehme ich meinen Finger und gehe in die Farbe. Ich glaube, die war hier unten. Ne, Venus ist das. Hier so ein schönes Rot und presse mir das einfach auf. Ich finde, bei den Schimmertönen muss man mit dem Finger arbeiten, sonst sind die mir nicht ganz so metallisch genug. Für unten nehme ich den Pinsel von eben, gehe in die Farbe Blue Moon und setze mir die einfach hier an meinen unteren Wimpernkranz. Als Mascara habe ich auch wieder zwei verschiedene. Einmal die Bye Bye Panda als Mascara von Essence. Die Lash Paradise gab es auch. Ich liebe diese Mascara. Das Bürsten ist so wunderschön. Die macht richtig schöne schwarze Wimpern und die ist halt einfach super günstig. Nein! Das war so klar, ne? Believe me, es passiert mir fast jeden Tag. Wir lassen das Ganze einmal kurz antrocknen und geben uns schon mal was auf die Lippen. Und da kam gefühlt nichts anderes, außer von Maybelline die Superstay Matte Ink Liquid Lipsticks. Ganz ehrlich, diese Farbe hier, das ist die Farbe Seductress. Ja, Seductress ist die perfekte Farbe für mich. Das ist auch eine Farbe für die Jungs unter euch. Wenn ihr so ein bisschen was auf den Lippen haben wollt, das aber nicht so auffällig sein soll. Ich kann mich nicht ernst nehmen. Sekunde. Das ist eine sehr, sehr natürliche Farbe. Sie trocknet an, ist aber nicht so super trocken. Also ich finde, es sind mit die besten Liquid Lipsticks aus der Drogerie. Ich habe die auch neulich das erste Mal erst gekauft und bin wirklich beeindruckt davon. Und als Gloss auch von Bella, und das ist mein liebster Gloss im Moment, ich trage den jeden Tag, die Farbe No Side Chick. Das ist die exakt gleiche Farbe wie der Lippenstift, finde ich. Das Füßchen mag ich nicht so gerne. Im Prinzip bräuchtet ihr hier auch kein Lippenstift drunter, weil er extrem viel Farbe hat. Und das ist der Look mit den Produkten, die ihr als eure Favoriten aus der Drogerie entschieden habt. Ich muss sagen, ich stimme dem voll und ganz zu. Außer dem Concealer vielleicht, das ist nicht so mein Vibe. Ansonsten fantastisch. Die Lidschattenpalette, wunderschön. Die Lippenkombi, der Blush mit dem Highlighter und dem Bronzer. Es sieht sehr, sehr hochwertig aus. Und ich liebe es, wenn günstiges Make-up hochwertig aussieht. Schreibt mir gerne nochmal eure Drogerie-Favoriten unten in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf.